So, meine Freunde, das ging schneller wie gedacht. Und zwar ist schon der Xiaomi Flasher geupdatet für unseren legalen Mi Scooter Pro 2 sowie Mi Scooter 1S. Ihr wählt die App an, sucht euren Scooter. Dieser verbindet wie gehabt. Dann könnt ihr auf Change Region gehen. Könnt ihr entscheiden, ob ihr was spenden wollt oder nicht. Und dann habt ihr die Auswahlmöglichkeiten. Feste Einstellungen von 16, 20, 25 km/h, feste Einstellungen von 6, 15, 25 km/h, deutsche Einstellungen, Leiteinstellungen von 6, 15, 20, also heißt, dass es ist dann wie gehabt, also so wie ihr es von Serie habt. Dann unser altbekanntes German Manöver auf 25 km/h. Nach dem Reboot stellt er sich dann auf 20 und ganz unten könnt ihr eine Custom-Firmware einstellen. Wir wählen jetzt mal German Manöver an, drücken OK. Warten 3 Sekunden und schon ist unser Scooter auf 25 geflasht. Das ging schneller wie erwartet. Und da wird demnächst hoffentlich auch noch mehr kommen, und zwar die 30er-Variante und noch der ein oder andere Spaß. So, ich hoffe, das Video konnte euch ein bisschen helfen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.